Hey. Na, was geht? Wie ist die Stimmung? Schmeckelase. Wir befinden uns gerade im Frankfurter Flughafen und es geht ab nach Antalya, Türkei. Für diese Brezel und dieses Brötchen mal zwei haben wir 16 Euro bezahlt. Schmeckelase. Angekommen in Antalya, in der Türkei. Das ist unser Hotel. Warte, ich zeig kurz. Ja. Warte, wie die Wi-Fi. Flughafen ist auf jeden Fall geisteskrank. Wir suchen jetzt nach Internet und dann werden wir abgeholt und fahren in unser Hotel. So auf jeden Fall. Erstmal Automat spielen. Ich zeig kurz die Figuren da hinten. Zensieren und so. Hier ist Toilette. Was geht, was geht, was geht? So, ist schick. Toilette unbenutzt anscheinend. Synthesized-Tisch. Meinung zur Toilette, Bruder? Erstmal einschalten. So, Spiegel. Was geht, was geht, was Vater geht? Direkt mal erstmal gleich ein paar Drinks raus. Oh, FS. FS, Brudi. So, Stolle. Was? Ehrlich? Schlechte Google-Rezension direkt. Wir sollten dem Dings Trinkgeld geben, damit der Digga eben noch mit FS auffüllt. Er soll direkt 5 holen. Zack. Und jetzt das Wichtigste. Lässt sich leben. Lässt sich leben. Der sentimentale Alex. Да, я хочу эту работу. Все. Melonsaft und Coca-Cola. Schmeckelasse. Bewertung? Das Schmodder, Alter. Der erste Drink war gut, aber ich sag dir ehrlich, der zweite hat er zu Lash gemischt, Alter. Warum? Der zweite war so Mische, so viel Cognac und so viel Cola. Erste Mische war so viel Cognac und so viel Cola, Alter. Warum? Hab doch gerade erzählt. Kurz mal das Hotel abchecken, was hier so geht. Late Night, aber hier ist größtenteils alles schon aus. Und eigentlich haben nur die Bars offen. Bullshit. Wir wollten auf jeden Fall kurz einen Late-Night-Snack holen mit meinem Bruder. Auf jeden Fall hatten wir jetzt vor, zum Aldi zu gehen. Aber Aldi hat zu, deswegen sind wir zum Market gegangen. Ja, Mann. Aber nichtsdestotrotz war ein erfolgreicher Tag gewesen, gut angekommen. Mein Sportwagen vorbeigefahren dahin. So, wir lassen jetzt auf jeden Fall den Abend ausklinken. Ausklingen. Ausklingen. Okay, dann wiederholen nochmal. Also so, wir lassen jetzt auf jeden Fall den Abend ausklingen. Alex auch am Start. Direkt hier am Pool. Wir haben schon 1:45 Uhr. Also 3. 1:45 Uhr. Also 3. Also 3. Dann morgen auf jeden Fall erstmal direkt ein bisschen Sport machen. Um 3 Uhr. Bisschen fit in den Tag starten. Und dann direkt ein bisschen Pool, ein bisschen Strand, ein bisschen Wetter genießen. Wir haben hier 35 Grad, ballert auf jeden Fall. Und dann mal schauen, wie der Strand sein wird.
Guten Morgen, Friends. Wir haben gerade so 8.30 Uhr oder so. Geh jetzt ins Gym, den Cardio, bisschen pumpen, bisschen Brustbizeps für den Disco-Pumper. Genau, und schalte ich auf den Laufenden. Erstmal einen doppelten Espresso killen. Training ist auf jeden Fall erfolgreich gelaufen. Wir haben es erfolgreich absolviert. Jetzt gehen wir auf jeden Fall ein bisschen frühstücken, und zwar genau da unten. Wir haben gerade angeboten, dass wir Disco gehen. 15 Euro. Maxim, Digga, am Ende, der sieht aus wie Mohammed, Digga, der sagt Maxim. Bruder, ich sag Maxim, darauf, Katila, Paruski, weißt du, Digga, Anton direkt, ja, Mann, lass machen, Nummer ausgetauscht, weißt du, hat die erste Bitch hier abgeschleppt, Digga. Sag einfach, Bruder, ich hab keine Eier. Hab ich dir, weiß ich, halt gesagt. Also, Bruder, wenn du keine Eier hast, schreib mir. Ich bin kurz nicht gegangen, Digga, keine Eier, soll ich sagen. Im Endeffekt, wir gehen jetzt aber auf jeden Fall frühstücken und danach an den Strand, Pool, bisschen chillen, bisschen Eier schaukeln. Ja, Mann, so, check. Auf jeden Fall nach einem erfolgreichen Training muss erstmal saftig gegessen werden. Portion von Alex. Und dann einmal meine Portion. So, wir gehen jetzt gleich auf jeden Fall noch an den Strand. Ein bisschen Eier schaukeln, ein bisschen chillen. Was sagst du? Ist gut. Kleidung. Also am besten die Lehrer bezahlen, hast du auch gesagt. Und Businessman ist die ganze Zeit nur am Handy. So, Brice, wir sind auf jeden Fall jetzt gerade wieder im Hotel angekommen, bei uns im Apartment, bei uns in unserem Zimmer. Und jetzt auf jeden Fall erstmal Abendessen, wir haben 19 Uhr. Jetzt wird auf jeden Fall erstmal dick wieder fett gegessen. Genau da unten. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann oder nicht, aber da ist auf jeden Fall ein geiles Stück Schwein, was ich mir auf jeden Fall fett reinfetzen werde. Da habe ich richtig Bock drauf. Was ein Brocken. Abi hat es leider nicht geschafft zum Abendessen. Ich glaube, wir sind hier auf einer türkischen Hochzeit gelandet. Wir sind hier gerade nachts unterwegs. Mächtig auf jeden Fall. Aber was zeigt er da? Warum macht er das? Jungs, kleines Update, wir haben einen Club gefunden, ein Club, und die haben hier alles, die haben hier eine Brücke und auch einen miesen Amjad, Digga. Alles an einem Fleck. Amjad, Club und direkt Apotheke und ein mieser Schritt mit fetten Felgen, stabil. Guten Morgen, Friends. Alex rutscht jetzt von der Kinderwasserbahn. Unser Star. Wie war die Kinderrutsche? Digga, die geht voll ab, die geht mehr ab als oben, sag ich ehrlich. Also, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den Bazar, holen uns ein paar fette Fake-Sachen. Habe ich mega Bock drauf, ein bisschen handeln, ein paar Leute abziehen, beziehungsweise abgezogen werden. Ja, Mann, wird wild. Auf jeden Fall miese Preise hier, viel zu teuer. Also, Friends, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich bin komplett am Arsch, mein Bro und ich waren gestern noch bis 4 Uhr morgens unterwegs, wach gewesen. Mein Kopf brummt, ich bin komplett müde. Nichtsdestotrotz geht's jetzt ins Gym, bisschen trainieren, bisschen Sport machen. Aber vorher mein alltäglicher doppelter Espresso mit Wasser. Mein Bruder und ich sind gerade frisch von der Sauna rausgekommen, von der Banya. Auf jeden Fall ein bombastisches Gefühl. Wie neugeboren fühlen wir uns. Ja, richtig miese Aftershow-Party. Turn up! Also, wir warten jetzt auf den Aufzug. Die nächste Person, die da rauskommt, kriegt von dem auf die Fresse. Mach schon mal 3 Runden Schattenboxen. Kommt
Copyright-Junge für mich nicht. So, wir befinden uns auf jeden Fall auf dem Rückweg, beziehungsweise wir sind gerade aus unserem Zimmer rausgegangen und ja. Ich wüsste, was das ist. Fliegen jetzt wieder zurück nach Deutschland. War auf jeden Fall ein geiler Trip. Hier Sachen sind gepackt. Komplett scheiße. Wir sind hier noch in der Türkei, Flughafen und keiner weiß. Der einzige. Mülltrennung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie ihm eine Durchsage gemacht hat oder eine Ansage gedrückt hat. Ich glaube, die wollten mich fetzen. Also, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen, haben jetzt endlich unser Gepäck geholt. Kurzes Fazit zu der Reise. Erstmal einscheißen.